So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Imperator Rom, willkommen bei Voxel und mit unserem wundervollen Stamm Arvernien noch ein Föderitestamm und auf dem Weg zu einer Monarchie hoffentlich, weil das würde ich gerne anstreben. Das ist unser Langzeitziel. Ja, und wir schauen, was wir jetzt als nächstes machen können. Ich werde nochmal kurz auf ein paar Kommentare eingehen und dann müssen wir mal diplomatisch schauen, wie wir hier weiterkommen. Und ich sehe auch gerade, dass Rom hier doch Interesse hatte an Etrurien. Die sind ja doch ganz schön gewachsen. Jetzt will ich mal gucken. Samnisch-Nukerischer Krieg. Römisch-Lukanischer Krieg. Ja. Die sind also in zwei Kriegen verwickelt. Okay. Bin mal gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Etrurien wird natürlich wahrscheinlich... Naja, weiß man nicht. Minus 17 für Rom. Bin mal gespannt. Karthago, Syrakus, Korkyra. Ja, das hat wir schon. Witzige Sache, Sparta. Okay. So, also Arvernien. Das erste ist nochmal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, Gefangene freizukaufen. Also wie gesagt, das ist ja schon ein ewiger Bug. Das geht ja mittlerweile seit Release des Spiels eigentlich. Was sehr, sehr schade ist, weil es ja sogar den Tooltip gibt. Da wiederhole ich mich gerne. Du kannst doch auch Geld machen, indem du selber Gefangene freikaufen lässt von deinen ehemaligen Feinden, wenn dann wieder Frieden ist. Geht aber nicht. Also ich habe es noch nicht rausgefunden, dass es geht. Und ich werde hier natürlich auch nicht, wie schon mal erwähnt, unsere Verbündeten Gefangenen freikaufen. Also, nächstes Thema war nochmal kurz die Zivilisationsstufe. Und da sieht man ja, weil das habe ich jetzt mal falsch in den Kommentaren beantwortet, die Zentralisierung kann man natürlich, per Gesetz ändern. Da soll es wohl noch ein paar Bugs geben. Ich bin da mal gespannt, wenn wir da fortschreiten, bin ich da nochmal ein bisschen gespannt. Also, Zentralisierung können wir natürlich über die Gesetze ändern. Sobald wir die Zentralisierung durch die Gesetze dann erhöhen, wird natürlich auch die Zivilisationsstufe erhöht. Und man sieht das hier, Grundwert 10%, rhetorische Fortschritte, das heißt Forschung ist ganz, ganz wichtig. Da entwickeln wir uns ja auch so langsam weiter. Wir haben einen einzigen Bürger, also haben wir keine Forschung. Und föderierte Stamm bleibt natürlich, aber die positive Zentralisierung, ne? Da sieht man das, 1,94 und wir schreiten so langsam auch hier voran, Zivilisationsstufe. Also basiert es indirekt doch auf der Zentralisierung und die Bürger der Forschung. Und je weiter wir dann fortschreiten, desto schneller kommt das ja wieder ins Rollen. Das beschleunigt sich ja alles. Und deswegen wird sich das dann auch beschleunigen. So, jetzt muss ich mal gucken, Wirtschaft läuft. Ich mache mal weiter. Rekrutenreserve hatten wir ja schon gepusht bis zum geht nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Technologie, klar, da können wir nichts machen. Das bleibt einfach stehen. Na, das bleibt auch so eine Weile. Ich wollte aber mal gucken. Militär. Religion, was haben wir denn gerade? Genau, die Rekrutenreserve pushen wir schon bis zum Limit eigentlich. Dann war das nächste, was wir machen könnten. Genau, Trainingslager sind noch im Bau. Und wo sind die im Bau? In unserer Hauptstadt. So. Hier wäre es natürlich auch noch möglich. Da wäre es auch möglich. Ich muss mal gucken, ob wir da nochmal irgendwo Geld machen können. Man könnte fast schon. So, wo haben wir denn den Handel? Oh, Verbigenien. Da kommt am meisten Handel her. Moment, das muss ich mal suchen. Verbigenien. Ja. Verbigenien. Das ist ja dann die Provinz. Genau, Verbigenien. Und es sammelt sich natürlich hier auf Provinzebene. Also, in der Hauptstadt. Die hatten wir ja jetzt schon hier umgesiedelt, die Hauptstadt, und die auch. Das hatte ich aber in den letzten Folgen schon gemacht. Ja, das ist die Frage. Hier haben wir leider nur ein Gebäude. Es ist auch keine Stadt. Aber wir haben hier schon dicke Handelseinnahmen. Wir haben die Festung, die werde ich auch so belassen. Zivilisationsänderungen lasse ich so. Da kann man mal höchstens gucken, bevor wir irgendwo einen neuen Krieg anfangen. Ja, nicht viel Handel. Was machen wir denn hier? Zivilisationsänderungen. Steuern, Provinzhandel ist gut.
Ja, ist aber, das war natürlich doof. Das ist Quatsch hier eigentlich. Steuern 7% und Provinzhandel. Das brauchen wir natürlich nicht. Es ist die Frage, was wir hier tun. Wir haben schon ein Gebäude. Das ist nämlich die Provinz. Man könnte jetzt hier versuchen, die Bewohner. Wachstum. Ne, hier passiert auch nichts an der Abstufung oder Aufstufung. Immigration. Schwierig. Schwierig. Reichtum haben wir. Handel fördern. Haben wir ja nicht. Steuern lokal 7%. Da weiß ich noch gar nicht, was wir da tun können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 10.100. Das Gebäude ist fertig. 120. Also das geht schon gut voran eigentlich. So, gucken wir doch noch mal kurz auf unsere Mission. Also besiedelt Arvernien ist ja klar. Besiedelt Arvernien. Drei oder mehr Städte. Jetzt muss ich mal gucken, wieso wird das hier nicht angezeigt? Ah, wenn man hier unten raufklickt. Okay. Besiedelt Arvernien war ja klar in der Region. Jetzt gucke ich noch mal bei Entscheidungen. Da ist aber nichts weiter drin. Gallien, klar. Und Gallien, dafür bräuchten wir hier unten. Ich will noch mal kurz auf die Regionsübersicht schauen. Genau, es geht also alles hier runter. Transalpines Gallien, das ist ja unser Ziel. So, das heißt, wir gehen entweder nach hier unten. Ich will auch mal gucken, ob hier zufällig eine Stadt ist. Aber eigentlich war hier gar nichts an Stadt. Dann wäre das natürlich noch interessant hier gewesen, dieses Land, ne? So, wir haben noch. Frieden ist nicht mehr. Die sind noch verbündet, haben 7000 Mann. Ja, verbündet mit den Nördlicht wie immer und auch den. Das kennen wir, das Spielchen. Hier war es ein bisschen einfacher, glaube ich. Die haben 4. Die sind mit. Den Nachbarn, das ist gut für uns, weil die sofort dann von unserem Verbündeten Lemovizien angegriffen werden könnte. 7000 Mann könnte klappen. Und die sind natürlich auch südlich. Ach, Helvien, das sind ja auch unsere Verbündeten. Moment, da will ich mal gucken. Ja, Helvien. Könnte aber trotzdem gut klappen. Was machen wir denn jetzt hier? Warte mal kurz. Die haben 7000. Die haben hier 4000. Ist natürlich schon ein bisschen länger. Wenn wir hier den Krieg erklären, sind wir Lemovizien und Audien. Die und Eduien sind mit drin. Das sind 3 gegen 3. Wir haben natürlich mehr. Die haben 10.000 und 11.000 Rekrutenreserve. Die sind natürlich auch stärker. Das könnte ich auf jeden Fall versuchen, dieses Land hier gleich mit einzunehmen. Siedlung, Siedlung, Siedlung. Zwei Festungen natürlich. Ich guck mal auf die Bevölkerung. Oh, gar nicht so doll. Aber Helvien ist schon sehr stark. Eine Siedlung. Eins, zwei, drei. Hat echt bloß drei? Ne, fünf Territorien. Wo denn? Ach, hier. Würde uns auch gut was nützen eigentlich. Gucke ich aber doch nochmal hier hin. Und bei Bevölkerung? Auch nicht doll. Also die sind wirklich alles nicht doll. Das ist jetzt wirklich die Frage, wo man angreifen könnte. Hier wird es jetzt schwierig, ne? Das wird wieder ein großer Krieg. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht tun, sondern dieses tun. Helvien. Ja, und da werde ich die sofort platzieren. Die beiden auch. Werde sofort durchmarschieren. Und die Armee hier im Hintergrund belassen eigentlich. Das werde ich machen. So, dann werde ich vorher aber.
Armeeunterhalt, Festungsunterhalt hochpushen. Mehr geht auch nicht. Mehr können wir jetzt hier nicht tun. Kostet das. Wow. Das kann ich natürlich nicht ausgeben. Die steigt natürlich auch an, aber langsam. Okay. Ich denke, wir könnten hier bereit sein. Anspruch haben wir. Eroberung von Arvernien. Das ist die gesamte Provinz und das brauchen wir auch für unsere Mission, glaube ich. Lass mal gucken. Besiedelt Arvernien. Entwickelt Arvernien. Wo war denn? War da nicht noch was? Die Region Arvernien ist im Besitz von uns, genau, also das ganze Ding. Oder Untertanen. Hier muss ich natürlich aufpassen, dass das dann uns gehört. Ne, dass das dann uns gehört hier und nicht den Lemoviken. Das wird ein bisschen schwierig. Wie wird das tun? Moment, da werde ich gleich... Wie viel haben die? 4 und die haben 7. Ich kann da nicht rein. Ich muss diese Hauptstadt einnehmen, wenn das die Hauptstadt ist. Nee. Da ist die Hauptstadt, okay. Ich will aber nur die Stadt haben. Das heißt, ich verschaffe mir erstmal hier Zutritt. Geben sie uns natürlich. Werde die hier postieren. Das wird natürlich schwierig für die 8000 hier. Das wird natürlich schwierig hier. Wenn die hier durchkommen. 4000 Mann. So, das ist bald soweit. 4. März sind sie jetzt da und 19. März sind sie auch dort. Werde ich hier sofort einmarschieren mit diesen 8000 Mann hier und hoffe, dass mir hier oben die Eduja zu Hilfe kommen. Also, wir erklären den Krieg, nehmen die sofort mit rein. Ich hoffe, das geht. Also, das war auch ein bisschen witzig beim letzten Mal, glaube ich. So. Helvien. Genau. Die beiden südlichen. Machen wir. Wir sind im Krieg, Freunde. Wir sind im Krieg. Hat alles funktioniert. Esel. Gut, das brauchen wir natürlich noch nicht. Das wissen wir. Sind auch voll aufgeladen bei uns. Ich guck mal nach, wie viel die überhaupt drin haben. 19,2. Das passt. Ich versuche erstmal direkt reinzugehen. Hier auch. Und hoffe, dass meine Verbündeten nachkommen. Ich mache jetzt ein bisschen langsamer. Die kommen auch. So, ich werde jetzt auf Diplomatie schalten. Dann sehen wir das sofort. So, 8000. Wir sind natürlich überlegen. Bisschen klar mit den Rekrutenreserven. Das passt. Genau, das, da habe ich Anspruch drauf. Jetzt muss ich gucken. Moment, die Mission nochmal. Oder ist das immer noch die Provinz? Ach, das ist immer noch Arvernien. Also das muss ich dann zusätzlich auch noch einnehmen. Moment mal kurz. Ich lasse mal weiterlaufen auf Missionen. Besiedelt Arvernien. Kann man jetzt hier nicht rübergehen? Komisch eigentlich. So, ich hoffe, da kommt jetzt keiner nach. Und die kommen jetzt relativ schnell runter, weil die sich hier sammeln werden wahrscheinlich. Ja. Das ist schon eingenommen. Sehr gut. Warum eigentlich so schnell? Wegen der Festung. Okay. Und hier hoffe ich, dass ich das einnehme durch die Präsenz meiner Armee. Neue Stammesmitglieder. Was machen wir denn hier? Emporion. Ja. Festungsverteidigung und Handel. Gerne. Neue Stammesmitglieder. Nach einigen Unstimmigkeiten in Keutonien hat eine Gruppe Stammesmitglieder Kularo verlassen und nach einer neuen Heimat in Labisco gesucht. Labisco ist, glaube ich, hier im Osten. Hier, immer dieses Grenzland. Ja, das ist super, dass hier immer so viel hinkommt. Obwohl sie sich etwas von unserem eigenen Volk unterscheiden, würden sie sich sicherlich schnell genug in die Gesellschaft integrieren. Andererseits könnte uns die Annahme dieser Verbannten aus Keutonien mit ihrer alten Regierung in Konflikt bringen. Die Spannung zwischen unseren beiden Gruppen sind bereits hoch und wir sollten daher sorgfältig abwägen, ob es sich lohnt. Ja. Lepontisch. Gerne. Machen wir auf jeden Fall. So, ich sehe noch keine Armeen. Hier oben läuft das. Und ich hoffe, die kommen nach. Mal gucken, wo die hingehen. Ich mache jetzt auch mal schneller, sobald ich den Überblick hier noch habe.
Ach, die gehen beide in den Westen rein hier. Ich bin mal gespannt. Esel produzieren die. Okay, den Kampf haben wir gewonnen. Was sind das hier? Nachdem wir ihre Stammesmitglieder in Labisco aufgenommen haben, scheint es, dass Keutronien. Wo sind Keutronien? Die kleine Nation hier. Keutronien. Uns als Feind ihrer Nation ansieht. Wie wir bereits befürchtet haben, sind sie nicht sonderlich begeistert, dass wir ihre Stammesmitglieder aufgenommen haben. Wir sollten potenzielle Feindseligkeiten von unseren Nachbarn beobachten, nachdem sie unsere Beziehung derart verschlechtert haben. Wenn wir dies nicht tun, könnten wir uns schon bald auf der anderen Seite der Pikte befinden. Lasst sie kommen. Ja. Okay. Ich könnte das verbessern. Mache ich doch mal. So, wie sieht's hier aus? Okay, hier unten ist jetzt ein bisschen schwierig. Darauf habe ich nicht geachtet. Ja, die kommen auch nicht nach. Und es wurde auch noch nicht eingenommen. Ich krieg auch einen Malus deswegen. Oh, und die haben einengen. Wir haben eine falsche Taktik gewählt. Das ist auch doof. Das war doof. Wir müssen einengen, kontern. Okay, da können wir jetzt erstmal nichts weiter tun. Hier kommt keiner nach so richtig. Nee. Wir haben zwar hier die Kämpfe gewonnen, aber das werden wir jetzt verlieren. So, da werde ich jetzt gleich mal die Taktiken ändern. Anwählen. Und Scharmützel müssen wir machen. Die andere Armee natürlich auch. Scharmützel. So, das lasse ich mal so. Ja, jetzt kommen hier einige nach in dieser Region. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir von dieser westlichen Seite ein bisschen aufpassen. Ich kann natürlich hier vorstoßen und auch das Land mit einnehmen. Bin ich mal gespannt. Noch sieht alles positiv bei uns aus, zumindest. Ich hoffe, die laden sich schnell wieder auf und nicht nur in Friedenszeiten. Das ist ja immer so ein bisschen fragwürdig gewesen, wie die sich hier wieder regenerieren. Ja, hier ist natürlich jetzt eine große Armee und die müssten irgendwie auch zusammenhalten mal. Ja. Hier sieht man das jetzt. Die Armee geht hier sonst ziemlich krass durch, aber. Was denn mit den sechs? Was ist das denn? Die gewinnen ja fast noch mit den 2400 Mann. Werden sie, glaube ich, nicht tun, weil es doch im Ende überwiegt. Aber interessant trotzdem. Und vor allen Dingen, die haben wahnsinnig viel. Ich muss mal kurz Pause machen. Ja, sie kommen hier wieder rüber mit 2000. Sind am 27. September da. Werden sie nicht schaffen. Aber vielleicht halten sie jetzt hier noch auf. Ja. Vielleicht halten sie so lange noch auf, bis die hier sind. Nee, das werden sie, glaube ich, nicht schaffen. 9. Oktober. Na, okay. Die Festung haben wir bald und können weiter durchmarschieren. So, die haben wir auch bald. Ich werde sie wieder hier platzieren. Mal gucken. Mal gucken, was kommt. Ja, wir müssen hier ein bisschen gegensteuern jetzt. Ich hoffe, die gehen rein. Nee, die gehen alle wieder zurück. Die gehen komplett zurück hier wieder. Ja, die 7000 Mann. Wir müssen quasi das von dem westlichen Festung hier aufrollen. Das wird schwierig. Ne, also das heißt, das erstmal einnehmen, dann wird die Siedlung eingenommen, das Territorium und hier ähnlich. Ich hoffe, das klappt soweit. Das mache ich mal, lasse ich mal so. So, und ich wollte mal kurz gucken bei den Gesetzen. Stimmt. So, wie weit sieht es denn hier aus? Wir können das auch nur machen. Warte mal kurz. Ach nee, das kann ich sowieso machen bei. Zentralisierung ist höher als 30 und da sind wir tatsächlich bald. Es dauert nicht mehr lang. Dann können wir das nächste Gesetz machen und das wird sich dann alles schön weiter rollen und potenzieren. Da bin ich schon gespannt drauf. Die Belagerung ist gewonnen. Das ist die hier gewesen. Das ist die gewesen. Wir müssen das hier so ein bisschen mit aufhalten, würde ich mal behaupten. So. Wo haben wir denn noch eine Festung? Ach, das wird von hier jetzt blockiert. Die Nation ist ja auch relativ groß eigentlich. Jetzt muss ich überlegen, was ich tue. Mit den 8000 Mann hier. Jetzt muss ich überlegen, was ich tue.
Ich brauche die Provinzhauptstadt für auch die Nahrungsversorgung, genau wie hier. Die ist schon wichtig eigentlich, diese Festung ist schon wichtig, genau wie hier diese ganzen drei Städte, beziehungsweise drei Siedlungen, auch für den Nahrungsnachschub. Wir saugen das dann da raus. So, und ich hoffe, dass wir hier weiterkommen. Oh, das ist gut. Wir haben die Armee damit vernichtet. Na gut, das waren nur 1000 Mann. Und haben den General... So, und jetzt sehen wir das hier. Da. Mein Stammesmagistrat, bla bla bla, wurde gefangen genommen. Das war der Befehlshaber vom zweiten Heer. Wir können ihn nun nach unserem Gutdünken exekutieren oder für ihn Lösegeld verlangen. Aber es funktioniert nicht. Pass mal auf. Wir gehen mal auf Charaktere. Eingekerkert. Hier sehen wir das jetzt von... Das ist ja unsere Verbündeten und hier sehen wir den Feind von Aurasien. Das ist nämlich die... Moment. Wo kommt er denn her? Ah, von hier. So. So, und jetzt seht ihr das auch. Wir sind jetzt hier. Wir können mit ihm nichts machen. Wir können auch jetzt nicht hierauf klicken, auf diese. Und können hier nichts machen. Hier ist nichts drin. Zugangsaktion, Einflussaktion, Tribut, in Krieg eingreifen. Können wir nichts tun. Spionageaktion, auch nichts. Beziehungsaktion. Ihr seht das. Es gibt das nicht. Immer noch nicht. Wahrscheinlich nach dem Frieden. Ich hoffe es. Nach dem Frieden. Oh, 10.000 Mann. Nein. Das ist jetzt übel. Ich mach mal Gewaltmarsch sofort. Ich hoffe, wir kommen da hin. Was könnten die haben? Was haben wir denn hier? Wir haben Täuschung. Ich würde auch mal Scharmützel machen. Aber auch nur 21%. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir haben Täuschung. Oh Mann. Ich mach trotzdem mal Scharmützel. So, und wir sind beide 10. Wir können das gewinnen. Das sieht auch so aus. Die sind voll, die sind nicht voll. Am 14. Januar kommen die an. Ich könnte wahrscheinlich noch weg. Ich lasse es mal laufen. Ich lasse es mal laufen. Ich bin gespannt. Die kommen wahrscheinlich auch wieder zurück. Einige hier. Na, guck mal jetzt. Die trauen sich noch nicht. Wann sind sie hier fest verankert? Jetzt. Also der Kampf findet statt. Das auf jeden Fall. Am 22. Januar. Die sind gleich da. Ja. Ja, es hat geklappt. Wir haben, die haben 10% weniger Schaden. Die haben auch noch einen Malus, weil wir hier die beiden Terrain strafen. Und Festung sind wir noch drauf. Flussüberschreitung, das ist ja super. Und wir haben dazu noch 4% mehr Schaden bei ihnen. Also das wird gut für uns ausgehen, hoffentlich. Ja, wird gut für uns ausgehen. Und vor allem, wir haben dann eine dieser großen Armeen endlich besiegt. Barbaren, was? Oh Gott. Was ist das denn? Das müssen wir irgendwann auch nochmal voll angehen. Die kommen aber hier aus dem... Wie soll das denn gehen? Oh Gott, Entschuldigung. Unruhe und Loyalität. Wie soll das denn gehen? Das können wir hier niemals einnehmen. Oh, das ist ja... wirklich doof. So, Diplomatie wieder. 1000 kommen noch dazu, das werden wir aber gewinnen hier. Wir haben natürlich einiges an Mannstärke verloren, aber konnten die ganze Zeit noch durch die Nahrung das mit aufnehmen. Also das wird schon gut. Ja, nice. Wir haben die nächste Armee vernichtet, den zweiten Gefangenen. Die Armee lasse ich mal so laufen. Wir sind auch gleich mit drin. Dann rollen wir jetzt von hier aus das auf, würde ich sagen. Okay, Freunde, wir gehen. Ich muss jetzt echt gucken, was wir tun. Ich glaube, ich werde jetzt die Sachen hier einnehmen. Moment, was läuft jetzt hier? Ich will mein erstes Heer. Das soll hier hin. Und die beiden... Ah, das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Die 8000. Nee, machen wir es anders. Ich muss sofort versuchen... Ich halte mal alles auf. Also, wen schicken wir zuerst rein? Ich mache jetzt die 6-7. Das wird schwierig. Ich muss mit den beiden
Sofort die angreifen. Ich will diese Armee sofort vernichten. Ach, ich komme nicht weiter. Von Kebenien. Wo ist hier Kebenien? Ach, hier unten. Das ist ja doof. Ach, das ist ja wirklich doof. Ja, dann muss ich wirklich die kleine Armee hier hinschicken. Ah, schwierig. Das ist wirklich schwierig hier. Das erste Heer bleibt dort stehen. Was ist denn jetzt hier los? Gewaltmarsch ist doch aus. Ich schicke die jetzt... Hä? Ach, die habe ich vergessen, um Gottes Willen. Da muss ich den Gewaltmarsch drinnen lassen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Die sollen hier hin. Ach, die sind jetzt neu entstanden irgendwo. Was ist das denn? Die mache ich raus. Hä? Nee, die habe ich dann komplett vergessen. Das bringt da hier gar nichts. Dann muss ich die mal kurz zurückziehen. So, was haben wir denn hier eigentlich? Da muss ich mal gucken, was das für eine Festung ist. Eine, jetzt ist die Frage, ich komme hier echt nicht weiter. Wir kommen hier auch nicht runter. Wir müssen das nach und nach einnehmen. Die Helvenen sozusagen. Und ich versuche das mal komplett reinzuziehen. Das ist schwierig jetzt. Das ist schwierig. Ja, ich ziehe mal einfach alles rein. So. Okay, damit mache ich aber für hier erstmal jetzt eine Pause. Die doofen Barbaren. Das ist ja Wahnsinn. Hier machen wir jetzt eine Pause, liebe Freunde, und machen dann beim nächsten Mal weiter mit der Eroberung. Ja, und ich hoffe, dass wir hier Helvien als erstes auslösen können aus dem Krieg und komplett vereinnahmen können. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich wie immer mit euch in den Kommentaren unterhalten. Also schreibt mir, was euch auf dem Herzen liegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.